Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal mit dem TOLLIS A321 beschäftigen und so ein Quick Start Guide durchführen. Dabei werde ich euch zeigen, wie man den Flieger richtig hochfährt, bis schließlich die Triebwerke eingeschalten sind und wie man sich richtig aus seiner Position quasi auf den Taxiway pusht. Wir sind hier in Berlin-Tegel am Gate 03. Und dann legen wir mal gleich los. Wir sehen hier, dass alle Bildschirme schwarz sind und dass auch hier oben noch nicht wirklich viel los ist. Es leuchtet nur ein Knopf und zwar External Power. Und da steht AVAL. Das heißt Available und Available heißt verfügbar. Also drücken wir mal drauf und dann sehen wir External Power on. External Power heißt, dass der Flieger von außen mit Strom versorgt wird, da er sich im Moment noch nicht selber mit Strom versorgen kann. Das nächste, was wir machen, sind die beiden Batterien an, damit wir dann hier diese drei Dinge, also IR1, IR2 und IR3 auf Allein stellen können. Also auf NAV und dann Allein das Ganze. Das ist für die Navigation Displays wichtig, damit dann auch eine Route und eine Map angezeigt wird. Die Bildschirme sind jetzt noch relativ dunkel und deshalb drehen wir die Bildschirme mal einzeln heller. Das PFD wird heller gedreht, das Navigation Display wird heller gedreht, die Mittelkonsole drehen wir hier auch heller, einmal hier. Und einmal hier unten. Das können wir jetzt auch hier drüben noch für einen Co-Piloten machen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Einmal hier und einmal hier. Dann das nächste, was wichtig wäre, ist hier, dass dann auch steht IRS in Align. Das dauert jetzt noch über 7 Minuten. Aber ja, wir werden eh nicht so schnell vom Gate wegkommen. Vor allem nicht, wenn wir online fliegen und wenn wir das FMC noch programmieren müssen. Ums FMC selber werden wir uns in einem anderen Video kümmern. Das Einzige, was ich jetzt hier mal mache, damit hier dann auch später mal noch eine Route angezeigt wird, ist, ich gehe auf die Initial Page und lade einen meiner schon mal eingegebenen Flugpläne runter. Wir befinden uns in Tegel, also müssen wir einen Flugplan auswählen, der mit EDDT losgeht. Ich nehme jetzt einfach mal den nach München. Dann ist der geladen und dann müssen wir noch auf Align IRS drücken. Das bestätigen wir hier auf der Seite und dann wird uns hier der Flugplan auch angezeigt, also in über 7 Minuten. Dann bearbeitet man eben das ganze FMC und geht den ganzen Spaß einmal durch. Das, was wir jetzt machen als nächstes, ist, wir starten mal die APU. Also wir drücken auf den Master Switch und drücken dann auf Start. Während die APU jetzt langsam startet, das können wir übrigens hier auf dem Display dann beobachten, armen wir einfach mal die Emergency Lights. Das rote hier daneben ist weg und der Schalter steht auf Arm, also passt es. Das No Smoking geht auf Auto, denn die ersten Passagiere, die dann einsteigen, sollen schon wissen, dass man im Flieger nicht rauchen darf. Dann am Boden können wir noch die beiden Packs ausmachen. Die Packs sind nichts anderes als die Klimaanlagen und die Klimaanlagen, die werden durch eben über Zapfluft vom Triebwerk geregelt und dadurch, dass das Triebwerk noch nicht an ist, brauchen wir auch noch keine Packs. Genau. Und jetzt sehen wir auch hier, die APU fährt langsam hoch. Und jetzt ist eben dieser Startknopf auf Available umgesprungen. Das heißt, wir können die APU Bleed anmachen. Die APU Bleed ist vor allem deshalb wichtig, weil uns die APU Bleed eben später ermöglicht, dass wir die Triebwerke starten.
Nachdem ich das FMC programmiert habe, also großteils programmiert habe, gehe ich einmal auf Plugins und auf die Tollis-Seite. Auf der Tollis-Seite geht man auf Loading Performances und da kann man da unten die Takeoff-Performance eingeben. Da müssen wir erstmal die Flaps, also die Flaps, die wir nehmen wollen, müssen wir auswählen. Ich nehme meistens Flaps 2. Und dann werden uns hier verschiedene Werte angezeigt. Die verschiedenen Werte sind wichtig, denn die müssen wir dann, bevor wir starten, noch am Flieger einstellen. Deshalb gehen wir jetzt ins FMC. Das ist das Einzige, was wir jetzt heute machen. Flugplan selber programmieren und so machen wir erst in der nächsten Folge. Aber jetzt gehen wir auf Perf, das heißt Performance, und die erste Page, die da aufkommt, heißt Takeoff. Da geben wir uns dann unser V1, unser VR und unser V2 ein. Also 1, 5, 7 ist unser V1. Das muss da oben hin, also drücken wir da auf den Schalter links oben. Dann ist der Wert eingegeben. Dann als nächstes 1, 6, 2. Der kommt auf VR. Und dann 1, 6, 4. Der kommt auf V2. Das sind unsere Tempoangaben. Zum Beispiel V1 ist ist das Tempo, bei dem man dann, ab dem man nicht mehr den Start abbrechen kann. Also sicher nicht mehr abbrechen kann. VR ist zum Beispiel der Speed, wo man die Nase dann nach oben hebt. Und V2 ist eben ja, ich sag mal, der Speed, mit dem wir dann steigen. Dann die Flaps haben wir eingesetzt, sind 2. Und dann das THS ist die Trimmung. Und die Trimmung steht hier. Down, also DN heißt Down 0,2. Also DN 0,2. Im Englischen ist es Komma und Punkt. Achso, ich habe zwei vergessen. Ich habe den Schrägstrich vergessen. 2 Schrägstrich Down 0,2. Dann wird es hier eingegeben. Und das, was wir jetzt noch brauchen, ist Flex to Temp. Und das steht hier, Flex Temp 38. Geben wir das mal ein. Das ist für die Engines wichtig, aber das ist auch Thema für ein anderes Video. Dann können wir das hier zumachen. Sprit haben wir auch genug drin. Und dann sollte das soweit getan sein. Jetzt sehen wir auch, IRS in allein 3 Minuten. Also in 3 Minuten haben wir dann unseren Flugplan geladen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir planen einfach mal einen Pushback vor. Ich nutze das kostenlose Tool Better Pushback. Das finden wir hier unter Plugins. Das muss man natürlich im Internet erst installieren. Aber wenn es installiert ist, ist es eine große Hilfe. Da klicken wir hier auf Pushback vorplanen. Ich habe da schon einmal einen Pushback vorgeplant. Da geht man einfach dahinter, wo man will. Mit dem Mausrad kann man in die richtige Richtung drehen. Und mit einem Klick auf die Maustaste bestätigt man das. Und um dann den Plan insgesamt zu bestätigen, drückt man auf Enter. Und dann hört man kurz eine Bestätigung vom Pushback-Fahrer, die lautet: Bodenlandbrücke, der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Und dann kann man ihn auch eigentlich schon rufen. Pushback starten und dann sehen wir auch gleich das Pushback-Fahrzeug, wie es hier hört. Bodenlandbrücke, der Schlepper bringt sich in Position. Da kommt er. Das nächste, was wir machen, ist, wir schmeißen die External Power raus, weil wir laufen ja jetzt über die APU. Dann machen wir das Strobe-Licht auf Auto und Beacon On und die NAV-Logo-Lights auf 1. Damit die Mechaniker oder halt allgemeines Flughafenpersonal, was außenrum unterwegs ist, weiß, jetzt starten wir dann bald die Triebwerke. Und dadurch, dass die Triebwerke einen relativ großen Einsaugradius haben, ist es deshalb in der Nähe des Fliegers dann schon gefährlich.
Das nächste, was wir machen, ist Seatbelts on, damit sich die Passagiere langsam anschnallen. Und ja, dann. Guten Anbrücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Warten wir, bis er ihn verbindet. Derweil machen wir noch einen Fire-Test. Das Gepiepse heißt, dass es im Ernstfall funktioniert. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir machen die Fuel Pumps auf On, weil wir jetzt gleich die Triebwerke starten und die Triebwerke brauchen Treibstoff aus den Tanks. Und deshalb müssen die Tankpumpen, also Fuel Pumps, auf On sein. Dann sehen wir, wie sich das Bugrad vom Schlepper ist verbunden. Der Bypass findet gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Das nächste, was wir machen, ist die Parkbremse lösen. Die befindet sich hier, da drücken wir einfach nur drauf. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Und schon sehen wir hier auch eine Route, also das IRS hat sich aligned. Um die Triebwerke zu starten, müssen wir hier den Schalter auf Ignition stellen und hier den Master Switch von den Triebwerken einzeln auf On stellen. Dann schauen wir hier auf der Page, schauen dann quasi dem Triebwerk zu, wie es dann langsam hochfährt. Wir können das auch von außen schön beobachten, nämlich sehen wir dann, wie dann die Blades langsam zu drehen anfangen. Das ist vielleicht eine doofe Perspektive, die ist schon besser. Da fangen beim rechten Triebwerk schon die Blades an sich zu drehen. Beim linken noch nicht, das haben wir nämlich noch nicht gestartet. Genau. Für den Bereich wird es ein extra Video geben für den Autopiloten. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist hier einmal die Reichweite. Die Reichweite, die Zahlen hier sind Meilenangaben und das ist die Meilenanzahl, die dann hier auf dem Display angezeigt wird. Im Moment sind wir auf 40 nautischen Meilen und die Kreise hier, das ist der Umkreis 10 nautischen Meilen. Das hier außen sind 20, hier sind 30 und hier sind 40. Und das kann man hier durch Drehen am Mausrad einstellen. Am Anfang empfehle ich immer 10, weil eben die Departure Route am Anfang meistens noch ein paar Kurven beinhaltet. Für diese Route hätten wir uns jetzt nämlich falsch rausgepusht, weil wir von 26R los müssten und 26R ist hier hinten. Aber das ist jetzt für unseren Fall kein Problem, weil wir ja jetzt im Moment noch nicht losfliegen. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Dann setzen wir die Parkbremse mal wieder und fahren gleich die Klappen. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. Auf unsere Take-Off-Configuration raus. Auf 2. Beim Triebwerk sehen wir, das zweite läuft stabil, also können wir das erste hochfahren. In welcher Reihenfolge ihr das macht, ist eigentlich relativ egal. Aber ich mache es eigentlich immer zuerst das zweite und dann das erste. Aber das ist euch überlassen. Dann wird er getrennt und wir lassen uns ein Handzeichen von ihm geben. Jetzt fährt auch das linke Triebwerk hoch. Der Schlepper wurde entfernt, der Bypass-Pin ist gezogen, Freizeichen gibt's von der linken Seite. Einen angenehmen Flug, tschüss. Dankeschön. Und jetzt kümmern wir uns noch um einen Flight Control Check, den finden wir hier unten. Da unten findet man nämlich das Menü für die Bildschirme hier, für den Bildschirm. Und da gehen wir auf F-CTL, also Flight Control. Da können wir halt dann testen, ob die einzelnen
Achsen dann auch wirklich funktionieren. Da geben wir mal einen Input nach unten, einen Input nach oben und schauen, ob dann eben die Pfeile mitwandern. Einen Input nach links, einen Input nach rechts. Und dann schauen wir auch noch am Leitwerk, ob sich da die Pedale dann auch bedienen lassen. Das nächste, was wir jetzt noch machen müssen, ist eben die Trimmung. Die Trimmung sehen wir hier, wie sie eingestellt ist. Im Moment auf 0,0. Das ist aber auch normal. Und wir müssen, wie es auf der Performance Page auch steht, auf Down 0,2. Und deshalb gehen wir jetzt gleich mal auf Down 0,2 von der Trimmung. Die Trimmung stellt man hier ein, an diesem Rad. Wir lassen das auch gleich offen und dann schauen wir, bis da 0,2 Down steht. Okay, das passt. Das nächste, was wir jetzt noch machen, ist, wir stellen die Runway Turnoff Lights auf An. Wir stellen das Nose Light auf Taxi, weil wir fahren jetzt über den Taxiway zum Runway und wir stellen die Packs auf On. Dadurch, dass beide Triebwerke stabil laufen, können wir auch die APU ausschalten. Der Knopf bleibt jetzt noch kurz auf Start, aber das ist kein Problem, den können wir so lassen. Falls ihr in der Nacht fliegen solltet und grundsätzlich im Cockpit nichts seht, müsst ihr noch an diesem am Dome-Schalter regeln. Da oben ist Bright, da ist gedimmt und da ist auf Off. Das ist der Schalter, bedient nichts anderes als die Lichter hier außen, die dann nochmal hier oben die ganzen Schalter nochmal beleuchten. Vielleicht können wir es auch sehen. Ne, sehen wir jetzt nicht. Doch. Da ein bisschen heller und jetzt wieder dunkler. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja, und dann sind wir eigentlich schon so weit, um ja, zur Runway loszufahren. Funken und so weiter ist auch nochmal ein Thema für sich, weil da würden wir dann noch vorher schon eine Transition gesagt bekommen. Initial Climb, also nee, keine Transition, sondern Initial Climb Level, also bis auf welche Höhe wir direkt vom Takeoff aus starten dürfen und halt noch so eine Departure Route, aber das ist jetzt irrelevant. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gern über einen Daumen nach oben freuen. Lasst auch gern ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keinen weiteren Content verpassen wollt. Schaut doch gerne das nächste Mal vorbei, wenn es um die anderen Teile wie zum Beispiel das FMC geht. Das ist nämlich unglaublich wichtig für X-Plane und fürs Fliegen. Da wird es auf jeden Fall auch die nächsten Tage im Video dazu geben. Ja, und bleibt auf jeden Fall dabei. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich fliege jetzt noch eine Runde. Tschüss.